Test? Hallo? Gut. Oh. Hatte gerade in der Aufnahme gecheckt, dass irgendwie mein Ton oder meine Stimme nicht aufgenommen wurde. Hab gerade gesehen, es war irgendwie alles nicht mal eingestellt. Dann darf ich jetzt nochmal von vorne anfangen. Willkommen zurück zu Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi. In der letzten Folge hatte ich in diesem Fusionsmodus alle Charaktere freigespielt, die man fusionieren konnte, beziehungsweise die restlichen. Aber ich habe noch nicht alle. Denn in Z Battle Gate muss ich ja auch mindestens 5 Charaktere durch die Dragon Balls freispielen. Ich habe im letzten Part auch nochmal einen gezeigt und habe mir Kid Goku geholt, nachdem ich die Dragon Balls eingesammelt hatte. Und jetzt hier zu Beginn habt ihr ja gesehen, dass ich mir noch 2 weitere Charaktere geholt habe und das letzte Z-Gettle-Bait-Saga. Ich weiß, ich habe gesagt, dass ich das zum nächsten Mal, also jetzt in diesem Part jetzt, die restlichen zeige, aber ich werde es immer jetzt nach und nach machen. Mir fehlen ja noch 2 Charaktere und noch dieses komische Passwort. Aber das wird dann erst, zeige ich dann im nächsten Part halt zu Beginn. Oh Alter, was ist denn los mit meinem Rechner? Was denn nun? Stecker eingesteckt, Stecker ausgesteckt? Der hat irgendwie seine Probleme seit gestern. Der Weltkampf mit Kid Goku. Solange es jetzt hier nicht die ganze Aufnahme ruiniert, ist mir alles relativ egal. Langsam hebt sich der Vorhang. Es beginnt die Schlacht jenseits von Zeit und Raum. Mut Noroshi und Son Goku. Warum kommt erst jetzt die Stimme? Achso, ich glaube, da kommen jetzt die Charaktere vor, oder mindestens 4 davon, die man durch die Dragon Balls freispielen muss. Kid Goku, Mutant Roshi, den Bäraffen und Tao Bai Bai. Der Bäraffe Vegeta, der kam ja schon so vor, in der Super Saiyan Saga. Ich muss mal gucken, ob da vielleicht irgendein Kabel locker ist. Aber erstmal kämpft Tenshin Han gegen Chao Zu. Was ist die Kampfbedingung? Einfach siegen oder nicht? Och nee. Übrigens, ich habe jetzt mittlerweile auch einen neuen Controller. Okay. You sure are strong, Mr. Tien. Man musste trainieren, um stärker zu werden. So, es kämpfen Son Goku gegen Krillin. Eigentlich müsste doch da ein Kid Krillin sein und nicht ein erwachsener Krillin. Stimmt, wieso haben sie den noch nicht einmal eingefügt? Einen jungen Krillin, also ein Kid Krillin halt einfach. Das fällt mir jetzt gerade so spontan ein. Oh süß! Kamehameha! Hä? Also ich weiß, das ist, glaube ich, nee, warte mal. Ist das überhaupt Spin-Off? Nee. Das ist eigentlich Dragon Ball.
Also quasi die Anfänger von dieser Anime-Serie. Beziehungsweise des Comics. Oh, Tao, bye bye. Kämpfen scheint mehrere gegen ihn. Okay, ich muss ihn einfach besiegen. Das heißt, ich darf ihn nicht mal rauskicken. Oder wie, oder was? Kastriert? Oh nee! Aber ein Perfekt! Was heißt denn hier Freak? Der böse Attentäter. Von der Red Ribbon Armee. Oh, Krillin und Muten Roshi. Aber wir wollen erstmal Tenshin Han gegen Tao Bai Bai. Ich weiß nicht, ich habe damals mit irgendjemand immer so einen Scherz gemacht mit seinem Namen. Ich werde immer gesagt Tao und dann Bye Bye. Also wenn man so Tschüss sagt, Bye Bye. Tao! Bye bye! Toll! Habe ich dennoch gewonnen oder zählt es jetzt nicht? Was heißt denn hier Freak? Nur weil er drei Augen hat? Zählt es trotzdem als Sieg oder nicht? Oder darf ich jetzt nochmal? Okay, es zählt mit. So, Krillin gegen Muten Roshi. Okay, Muten Roshi, der Gründer des Kamehamehas. Aber das zählt jetzt nicht für mich, oder? Nein! Krillin war doch zuerst draußen. Klar. Wieso chillt der? Ich hab tatsächlich verloren, weil Krillin blöd ist und geht aus. Aber eigentlich müsste er doch zuerst draußen sein, oder? Also, auf ein neues. Och man, alter Krillin, mach doch keinen Scheiß! Hör doch einfach auf damit! Blöd, Mann. Okay, anscheinend ist es doch Dragon Ball Z Saga. Oder Style halt. Oh oh. Ups. Nein, ich glaube, das ist jetzt wieder mein Tode. Mann, das war jetzt meine Dummheit. Boah. Dreimal denselben Scheiß.
Das erste Mal war unwissend, das zweite Mal war durch Krillin und teilweise auch Muten Roche, weil er einmal abgeblockt hat, und jetzt war es meine Dummheit. Oh. Nein! Ey, was war das denn? Oh, das ging... Achso, doch, da ist auch eine Wand. Gut, dann musste ich halt ein Ding kassieren, ein Treffer von ihm oder eine Attacke von ihm. Dann sei es so. Oh. Jetzt kämpfe ich Muten. Jetzt spiele ich Muten Roshi. Besiege den Gegner durch Werfen aus dem Ring. Alles klar. Oder warte mal, ich glaube, man muss die einfach nur aus dem Ring schmeißen. Ich glaube, wie ich das mal anstelle, ist, glaube ich, egal. Ich glaube, ich muss nicht einfach diese Greifattacke machen. Aber wie es da steht, Original Kamehameha. Ich gebe auf. Man kann es jetzt übertreiben. Och man, sind wir jetzt wieder bei diesem Niveau? Ja, richtig, du Idiot. Wir sind hier nicht bei diesem Kinderniveau mehr. Also reiß dich zusammen. Ich troll mal den Spieler. Und stunne ihn. Mann, Alter! Das ist typisch Muten Roshi. Was? Ach, viele Charaktere stand da. Oh. Spiel jetzt Tau Bye Bye? Das ist mir auch neu. Riesigen Gegner machtvoll. Das heißt, ich darf ihn... Ja doch, ich... Doch, doch, ich kann ihn auch aus dem Ring schmeißen. War ja auch bei Tenshin Han so gewesen. Ah so, und der hat diesen Original Dog Honda erfunden. Das ist typisch von Goku. I did it. I finally beat you. Take that,
everything I've got. Huh? What did you say? Better get out of here. Dann Guka, akzeptiere doch einfach die Niederlage. Gut ist. Oder ist doch einfach das nächste Mal vor dem Kampf. Oh, es geht immer noch weiter? So, Piccolo gegen Son Goku. Okay, ich muss ihn wieder rausschmeißen. Eigentlich ist es völlig egal. Es sei denn, da steht jetzt plötzlich, überlebe. Wie kommen Sie mit diesem Scheiß? Ready, go! Mann, wieso bin ich noch gestunt? Ja, klar. Alter! Wir sind echt wieder im Kindergarten, ja? Wetten, ich hab jetzt verloren. Was? LOL! Das war ungefähr der erste Schlag und ich habe ihn besiegt. Aber eigentlich war ich da schon draußen. Das war's? Der Kampf ist vorüber. Doch solange es noch jemanden gibt, der diese Welt liebt, werden die Dragon Balls weiter leuchten. Und die Geschichte Son Gokus und seiner Freunde wird die Zeiten überdauern. Anscheinend war es doch so ein bisschen Dragon Ball Style gewesen halt. Also ungefähr nach der Geschichte nach König Piccolo. Das hatten wir schon gesehen? Wieso zeigen Sie mir es nochmal an? Und genau einen normalen Part habe ich. Ja, natürlich speichern, was denn sonst? Oder denkst du, ich möchte es nochmal machen in Austrian? Kann ich zwar machen, aber... Dann höchstens schon abgeschlossen. Ja, das sind 100%. Gut, damit bin ich jetzt mit Set Battlegate durch. Übrigens, die Dragon Balls einzusammeln, also alle 7 Dragon Balls einzusammeln, geht eigentlich relativ schnell. Wenn es gut läuft, dann vielleicht maximal 7 Minuten. Denn ich habe ja euch gezeigt, wie es ja am besten ist. Das nächste Mal kommt ultimativer Kampf. Modus, also so heißt der Modus, heißt ultimativer Kampf. Was muss ich da machen? Ich bin jetzt einfach reingegangen. Okay, irgendwelchen Spielmodus. Ich bin gespannt, was mich dort erwartet. Vielleicht kann ich da auch einen Charakter aussuchen. Und ja, dann kommt Weltkampf und dann bin ich im Grunde durch. Das ist ja einfach nur ein Versus-Modus und hier kann ich einfach nur trainieren. Dabei einen ist und sogar noch. Ja, und hier kann man nochmal trainieren halt, was man beachten muss und so weiter. Also es sind nur noch 2 Moodies dran. Ich bin gespannt, wie lange die dauern. Das wird mindestens 2 bis 3 Parts gehen. Denn es sind, glaube ich, 3 verschiedene Turniere in verschiedene Schwierigkeitsklassen. Wie lange die dauern, weiß ich nicht. Aber das werden wir alles im Laufe der Zeit sehen. Ja, dann, wie gesagt, bedanke ich mich, dass ihr zugesehen habt und dann sehen wir uns zum nächsten Mal beim ultimativen Kampf.
und bis dahin habe ich dann auch die restlichen 4 Sachen freigespielt. Ich sage ansonsten nur noch Tschüss.